Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Hello? Können wir, ja. Ja, können wir. Okay. Lass mal zusammenbleiben. Renn mal nicht immer weg hier, Sascha. Ja, du bist halt auch wahnsinnig. Was? Ja, toll. Sehr schön. Ich kann ihn hören, glaube ich. Junge. Du hast ein kaputtes Radio mitgenommen. Ein kaputtes Radio. Habe ich das denn? Keine Ahnung. Ey, wir sind. Psch, 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 psch. Mama, Mama, Mama! Komm her, Freddy Boy! Ah! Leica, hilf mir doch mal zur verfickten Hölle! Wie geht's? Bist du jetzt noch gestorben, ja? Hallo. Okay. Mein verficktes Bist Hirn. du? Ah, ich sehe deine Leiche hier. Ich bin Oh, so. dein Kopf ist weg. Ich hab mich so erschrocken. Ich hab erst so eine Du hast ihn Schippe. einfach zu mir geführt, ey. Warum bist du so im Hintern? Oh, ich hatte so Panik. Du Ich hast hab's auch noch irgendwie. meinen Namen gerufen, rennst zu mir und sagst, ich soll dir helfen und dann kriegt er mich. Was hätte ich denn machen sollen? Ich habe ihn zweimal geblendet, aber als ich versucht habe, ihn dann zu verstecken, weil ich dachte, weiter zu rennen würde ihn ja immer nur triggern. Also habe ich versucht zu sneaken, aber der hat mich trotzdem gesehen. Also man kann sich übrigens merken, wenn dieses Gewitter ist, dann ist ja durchgehend diese Geräuschscheiße da ausgepegelt komplett, ne?
Dann kann man auch super laut sein und rennen, so, weil dann hört er nichts mehr. Das okay. heißt, jedes Mal, wenn Gewitter ist und man das überleben hat, dann halt nutzen. Bin wir hier bei der Scheune? Ich, boah, ich habe so eine Schublade aufgemacht. Da war dann so eine, kennst du diese Clownschachteln, wo man drin dreht und dann springt da so ein Clown raus? So eine stand da drin. Ja. Da habe ich mich dann schon todes erschrocken und dann drehe ich mich um und dann steht Sascha da. Ey. Hallo. Oh Gott. Komm, wir suchen Gargal und reißen ihn in der Scheiße. Wo bist du? Klar. Raus? Ich glaub, links. Gargal reitet sich schon gerade selber erfolgreich in der Scheiße. Wo bist du? Obwohl man jetzt ja, ich stehe hier an so einem... Geradeaus. Ich stehe hier an der Straße, an so einem Zaun. Ja, obwohl man ja mittlerweile weiß, was passiert, erschrickt man sich trotzdem jedes Mal noch so übelst. Aber ich habe ein Rad ins Auto gebracht, oder wir wären beinahe weggekommen. Ich weiß aber nicht, wie man das schaffen soll, Leute, das ist so... Das ist echt schwer. Also so absolut sneak zu sein, das ist echt schwer. Ja. Oh. Ich hab Sascha gefunden. Mir ist gerade auch erst wieder eingefallen, man hat ja am Anfang diese Perks, ne? Kriegt man ja halt zugewiesen. Oh, hier ist meine Leiche. Ich habe tatsächlich keinen Kopf mehr. Gar keinen von Sascha gelenkt. Hä, hey, sehr gut. Er ist in seine Richtung gerannt und ich habe das Ausding gemacht. Es hat zu mir gerannt. Sehr gut. Wo ist denn deine Leiche? Die müsste dann ja in der Scheune liegen, ne? In der Scheune irgendwo. Hinter einem Baum. Achso. Versucht mich da zu verstecken. Nichts gebracht. Ich hab Gargal aus den Augen verloren. Hier ist der Rattenmann. Olle, der kann voll weit springen. Oh, du kannst springen als Maus. Cool, komm. Ja, wenn du die Maus ganz nach unten ziehst, kannst du dich ja selber sehen, wenn du dann springst. Das sieht unglaublich toll aus. Generell ist diese Bewegungsanimation. Aber gut, bei dem Spiel geht es ja auch nicht um Grafik. Hallo. Ich laufe hier mit meinem Papa. Was? Ich laufe hier mit meinem Papa rum. Dein Papa? Achso, dein Skagel. Das kannst du verfolgen mal. Und wenn er auf Sascha so rennt. Nee, ich renne hier mit Sascha rum. Du rennst mit Sascha rum. Beziehungsweise jetzt habe ich ihn irgendwie. Der war gerade bei der Scheune. Der rennt immer noch in der Scheune rum, der Idiot. Ich glaube, man kann ihn echt mit dem Mausgedöns gut ablenken. Ich renne halt einfach die ganze Zeit im Kreis um die Scheune und piep rum und er kommt jedes Mal wieder hier an. Alter, kann der hochspringen. Oh, hier ist noch eine Maus. Hallo. Hey. Guck mal, hier ist unser Papa. Nein. Oh, ich glaube, er hatte Gargal gefunden. Den ablenken. Komm, wir rennen in die andere Richtung. Oh, man kann sprinten als Maus. Mhm. Oh, da ist er mit der Taschenlampe. Oh nein.
Er darf nicht zur Scheune, sagst du, in der Scheune. Ja, wir müssen von der Scheune weg. Wir müssen zum Kornwelt irgendwie hin und her laufen. Ich glaube, es funktioniert. Er geht nicht in die Scheune rein. Ja, ja. Nein, nein, oh, nein, geht er nicht in die Scheune rein. Ach, Mann, Sascha war. Sascha war ja gar nicht. Nein. Ich dachte, Sascha wäre das Monster, ehrlicherweise. Nein, nein, nein. Ups.